Lieber Stefan, lieber Erik, als Professoren am KIT habt ihr ja bereits viele Doktorandinnen und Doktoranden kennengelernt. Wenn es um die Entscheidung für oder gegen eine Promotion geht, was muss ich als Doktorandin oder Doktorand eurer Meinung nach mitbringen? Also sehr wichtig ist die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten, die Belastbarkeit und natürlich nicht zuletzt auch die fachliche Kompetenz, die Kreativität. Und am Ende werden die Doktoranden ein Buch schreiben und da muss die Story stimmen. Und das ist eine Leistung, die absolut nicht zu unterschätzen ist. Und deshalb heben wir dieses Thema auch nur für die Besten vor. Und natürlich spielt die Belastbarkeit und die Vereinbarkeit von Projektarbeit und Promotion eine Rolle. Und da als letzten Satz vielleicht, glaube ich, ist es wichtig, die Promovierenden am FZI haben, glaube ich, die Erfolgreichen gelernt, dass die Promotion ein durchgehendes Projekt ist, das sie neben oder mit den anderen Projekten am FZI durchführen. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke der Promovierenden, die am FZI arbeiten, weil sie an Projektarbeit gewohnt sind und nicht in einem zum Beispiel Lehrbetreuungssemesterzyklus sind. Bei der Entscheidung, ob promovieren oder nicht, stellt sich die Frage, lohnt sich der Doktor fürs Digitale überhaupt? Was meint ihr? Für die Persönlichkeitsentwicklung und für den Reifungsprozess in Richtung Industrieleben, vielleicht auch in eine wissenschaftliche Karriere, lohnt es sich allemal. Zur Verlängerung des Studiums rate ich jedem davon ab. Also lohnen bedeutet ja, man beurteilt Alternativen anhand von einem Ziel. Ne? Und dann ist die Frage, was ist das Ziel? Wenn das Ziel ist, zum Beispiel monetär, möglichst das aktuelle Einkommen zu maximieren, ist es keine gute Idee zu promovieren vielleicht. Wenn man jetzt wieder über 50 Jahre guckt, kann es sich schon wieder lohnen. Wenn es um die Work-Life-Balance geht, kann es sich nicht lohnen. Wenn es um die langfristige Zufriedenheit und Identifikation mit einem möglichen Job geht, ist es wieder sehr gut. Also deshalb glaube ich, da Idealismus beim Promovieren für mich unabdingbar ist, dass einem das brennt, was wirklich mal bis ins Letzte zu durchleuchten. FZI oder auch unsere Arbeit am Institut, die ist extrem industrienah. Die Kollegen haben Industrieerfahrung und ich lege überall Wert darauf, dass diese Zeit am FZI als Berufserfahrung gewertet wird. Und dann ist natürlich ein höheres Einstiegsgehalt gerechtfertigt, weil sie müssen 6 Jahre Berufserfahrung mit einkalkulieren in das Gehalt plus die Promotion. Dann können wir mal die Vergleiche anstellen. Dann wage ich zu behaupten, sind die Einstiegsgehälter eher sehr gemäßigt. Welche 3 Ratschläge möchtet ihr angehenden Doktorandinnen und Doktoranden mit auf den Weg geben? Was jetzt gar nicht so IT-spezifisch ist, aber sehr wichtig für die wissenschaftliche Arbeit ist, geben Sie sich nicht mit der ersten Lösung zufrieden. Also es ist wirklich die Varianten, die Alternativen zu diskutieren, ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, werden Sie nicht, was wir gerade in IT schnell erleben, zu Tool-spezifisch. Also Tool für mich etwas, was die Software umsetzt oder was eben auch teilweise kommerziell oder eben im akademischen Leben ein Werkzeug, ein Hilfsmittel darstellt. Und oft erlebe ich, dass man sich dann darauf kapriziert und die Wissenschaft oder das den theoretischen Über- und Unterbau vernachlässigt. Auch schlecht. Und wenn wir jetzt wirklich IT betrachten und ich bin Ingenieur, dann sage ich ja, also vergessen Sie nie oder sehen Sie die IT nie zum Selbstzweck, sondern bitte auch in der wissenschaftlichen Arbeit schauen Sie, wer hat was am Ende davon, was für einen Beitrag, wenn wir es mal hochtrabend nennen, gesellschaftlicher Art oder eben in einer industriellen Anwendung könnte ich davon von den Ergebnissen einer Dissertation ableiten. Das sollte zumindest nach meiner Ansicht nie aus dem Auge verloren werden. Alles, was IT angeht oder vielleicht Informatik, Digitalisierung angeht, die Einflüsse kommen oft aus anderen Disziplinen. Man darf nicht vernachlässigen, dass das, was die Digitalisierung in IT prägt, nicht unbedingt die IT ist, sondern andere Dinge, zum Beispiel Verfahren, neue technische Erkenntnisse, die Kopplung von Logik und Technik. Also das heißt,
sich nicht zu stark festlegen, so monodisziplinär zu sein, sondern offen sein und immer logisch denken. Das Zweite ist für mich Selbstzweifel. Für mich ist es das A und das O, sich selbst in Frage zu stellen, in der Lage zu sein, ohne sich selbst zu verteufeln oder so. Ja, also nicht psychisch, also keine Depression zu erzeugen, sondern das ist fast analog zu dem, was Erik, glaube ich, sagt, nicht die erstbeste Lösung nehmen. Ja, also einfach zweifeln, gucken, geht es nicht eigentlich besser. Und das Dritte ist, dass man versteht, dass die Promotion Kunst ist. Also, dass es ein kreativer Prozess ist und kein Schema gibt. Es gibt keine Schema, es gibt keine Garantie für nichts. Und das muss einem Spaß machen, das Abenteuer. Und man muss es als Abenteuer sehen. Auch eine Promotion hat durchaus was von einem einmaligen Erlebnis. Und das sollte man auch schaffen zu genießen, auch wenn es Schwierigkeiten hat. Lieber Stefan, lieber Erik, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für ein Interview mit uns genommen habt.